Die Welt ist schön, das Leben ein Geschenk, aber es ist bedroht. Denn eine Pandemie hat unseren Planeten befallen. Das Virus ist schlimmer als die Pest, schlimmer als alles, was der Menschheit je widerfuhr. Die Symptome dauern meistens viele Jahre an, oft Jahrzehnte, bis ans Lebensende. Sicher vor diesem Virus ist niemand. Mehrere Milliarden Menschen hat es infiziert. In Deutschland schon mindestens jeden zweiten. Und ihre Zahl wächst weiter. Nicht bloß Ältere sind gefährdet. Die Opfer werden immer jünger. Ihre Behandlung verschlingt weltweit über 1 Billion Euro pro Jahr. Und trotzdem gelingt es der Schulmedizin nicht, diese Pandemie zu besiegen. Das Virus heißt chronische Krankheit. Viele Betroffene finden sich mit ihrem Schicksal ab. Andere jedoch geben nicht auf. Sie hoffen auf therapeutische Auswege außerhalb des konventionellen Gesundheitssystems. Auswege, so heißt eine Stiftung, die diese Hoffnung schon im Namen trägt. Es gibt sie seit 2005. Ins Leben gerufen hat sie der Philosoph und Wissenschaftsautor Harald Wiesentanger. Er will Auswege eröffnen in alternativen Heilmethoden. Was hat diese Stiftung Hilfesuchenden zu bieten? Sie vermittelt Hilfe, sie berät, sie hilft vorzubeugen, sie versucht aufzuklären und sie behandelt in sogenannten Therapiecamps. Ich habe MS, die mich einschränkt, also ich kann nicht wirklich laufen. Ich habe seit frühester Kindheit an, seit meinem 14, 15 Lebensjahr Alkoholprobleme. Ich bin also an der Dialyse und gehe einmal die Woche 4 Stunden und möchte dieses noch reduzieren. Also ich habe Schmerzen verschiedener Art. Das medizinische, die Diagnose ist Borreliose, Fibromyalgie und wenn die Ärzte nicht mehr weiter wissen, natürlich die Psyche. Die Lene hatte ein Bakterium, der ein Nierenversagen zur Folge hatte und das dann ins Gehirn hochging und dadurch gewisse Regionen vom Bewegungsstörungszentrum wurden da in Mitleidenschaft gezogen und letztendlich ist es eine Zerebralparese. Über 30 Auswegecamps haben schon stattgefunden und alle in idyllischer Natur. Weit über 1000 Patienten und Angehörige nahmen daran teil. 9 Tage lang, von morgens bis abends, werden sie dort intensiv betreut, von einem bis zu 20-köpfigen Helferteam. Ärzte und Heilpraktiker zählen dazu, wie auch Psychotherapeuten, Heiler, Pädagogen und viele weitere Fachkräfte. Alle wirken ehrenamtlich mit. Wie viel erreichen sie? Verblüffend viel. Während und nach solchen Camps machen 80% der Patienten gesundheitliche Fortschritte wie seit Monaten, seit Jahren, manchmal seit Jahrzehnten nicht. Und nicht nur ihre Beschwerden lassen nach. Hier kommen sie zur Ruhe. Hier wachsen sie innerlich und sie lernen, zu bewussten Selbstheilern zu werden. Es ist eine Klinik im Sinne eines Ortes, an dem gesundheitliche Probleme gelindert oder bestenfalls sogar beseitigt werden. Und der Unterschied zur herkömmlichen Klinik ist vor allem, neben den therapeutischen Angeboten eine besondere Weise mit Hilfesuchenden umzugehen. Wir behandeln hier keine Beschwerden, wir beseitigen keine Symptome, wir behandeln ganze Menschen, Personen, Einheiten von Körper, Geist und Seele. Und diesen Einheiten bringen wir entgegen Geduld, Aufmerksamkeit, Empathie, Respekt, Wertschätzung. Das ist etwas, was man in konventionellen Kliniken sehr selten findet. Was ist das Erfolgsrezept dieser Camps? Patienten erleben hier eine Medizin, die zuhört. Aufmerksam, geduldig, einfühlsam. Eine menschliche Medizin, die ganze Personen wahrnimmt und wertschätzt. Eine weise Medizin, die den Sinn im Leid begreiflich macht. Das Signal im Symptom. Die Krankheit als Chance. Dass ich mir vieles gewünscht habe, vieles erhofft habe, ich habe aber nicht so viel Hoffnung da reingesetzt. Ich habe einfach mir gedacht, sieh mal zu, was da auf dich zukommt. Ja, war da also ziemlich offen und habe diese Sache auf mich zukommen lassen und
es ist mehr bei rausgekommen, als ich mir gewünscht oder erhofft habe. Also ich habe bewusst versucht, ohne allzu große Erwartungen hierher zu kommen. Nach dem Motto, wenn ich zu große Erwartungen habe, werden sie womöglich enttäuscht. Sondern einfach zu gucken, was kommt auf mich zu, was ergibt sich, was ist möglich. Und ich muss sagen, es hat alles übertroffen, was ich im Stillsten zu hoffen gewagt habe. Also ich finde, hier ist was ganz Besonderes, dass auch die ganze Familie betrachtet wird und alle mit einbezogen werden. Das finde ich hier besonders und das hat auch uns ganz viel geholfen und ja, ich denke auch ein Stück weit wieder weitergebracht. Das finde ich ist hier ganz toll, dass nicht nur das kranke Kind gesehen wird, sondern die ganze Familie gesehen wird. Auswege-Camps öffnen Türen. Wer dabei ist, erahnt die Medizin der Zukunft. Einer möglichen Zukunft, in der das Helfen und Heilen endlich im Mittelpunkt steht. Der Stiftung Auswege ist jede Therapieform recht. Egal ob konventionell oder alternativ. Hauptsache sie nützt. Denn wer heilt, hat Recht. Ich würde es weiterempfehlen auf jeden Fall. Man muss offen sein dafür, weil ich meine, es gibt genug Leute, die sagen so ein Quatsch, glaube ich nicht dran, aber die sind, ja, für die ist es dann halt nicht. Aber es gibt viele Leute, die suchen einfach Wege, Mittel und Wege, Auswege, doch noch irgendwie weiterzukommen. Und ich denke, das ist ja schon ein guter Ansatz. Deswegen würde ich es wirklich weiterempfehlen. Und ich habe auch festgestellt, also ich würde gern nochmal kommen. Und mein Mann hat mich hergebracht und hat dann auch gesagt, ja, wenn er gewusst hat, wie schön das hier ist, dann wäre er auch vielleicht und überhaupt. Ne? Und die Therapeuten sind einfach wow. Mehr kann man dazu nicht sagen. Die Vielfalt der Anwendungen, die das spontane Eingehen auf das, was jetzt gerade ist, ohne irgendwelche Dogmen, ich finde das ganz toll. Die Zukunft und das absolut Einmalige an dieser Arbeit ist eben, so wie der Name schon sagt, Auswege. Es ist etwas, was eben nicht konventionell arbeitet, nach irgendwelchen Rastern 0815 mäßig, was intuitiv arbeitet, was eben aus dieser Schöpfungskraft schöpft. Ich will damit jetzt nicht alles andere negieren. Es gibt viele andere gute Dinge. Aber für mich ist das, ich kenne ja auch viele andere, ich bin auf vielen Hochzeiten, ich habe auf sehr, sehr vielen Hochzeiten schon getanzt. Ich bin auch mit vielen anderen Chefärzten zusammen. Und doch muss ich sagen, das, was mich am meisten überzeugt hat, war dieses Auswegecamp. Die Ansätze, die wir hier im Camp anbieten, die bis jetzt auch hervorragend angenommen worden sind, ist einmal die reine psychologische Beratung im Hinblick auf die Familie, im Hinblick auf die Kinder der Familie. Das ist ein Feld, in dem wir uns hier bewegen. Das andere Feld ist ein systemisches Arbeiten, mit dem wir uns beschäftigen, um also zu schauen, eine Familie als Beispiel kommt zu uns, wir haben immer das gleiche Problem, die Kinder machen uns immer die gleichen Sorgen, um zu schauen, was ist vielleicht im Hintergrund in dieser Familie an Ursachen vorhanden, die diese aktuellen Probleme auslösen. Und die versuchen wir dann halt auch aufzulösen. Und unser Vorteil ist halt eben dadurch, dass wir beide das als Paar machen, sehr gut auch aufeinander abgestimmt sind, dass der eine die Fragen stellt, der andere sie aufgreifen kann. Auch die weibliche und männliche Energie macht relativ viel aus. Wir erleben das bei Paaren, die zu uns kommen, dass sie sich aufgehoben fühlen, wenn wir auch als Paar ja, ihre systemischen Probleme oder auch ihre Probleme innerhalb der Familie von beiden Seiten beleuchten können. Ich habe da keine Probleme. Ich bin offen eigentlich für alles. Es geht darum, den Menschen zu helfen. Und wer da hilft, ob das jetzt ein Doktor ist oder ein Heilpraktiker, das ist mir letztlich egal. Es geht einfach darum, viele arbeiten einfach energetisch und von Schulzeiten der Schulmedizin sieht man das anders. Aber ich habe andere Erfahrungen gemacht durch die Pulsdiagnose, weil es ja letztlich auch ein energetisches Verfahren ist. Und da habe ich keine Probleme mit den Leuten zusammenarbeiten. Ich habe ein Netzwerk mit anderen Therapeuten, aber das ist eben dann doch eher entfernt. Man sieht sich auch nicht so viel. Hier ist es eher eine Lebensgemeinschaft. Man begegnet sich auf gleicher Ebene. Und ich finde es unglaublich spannend, wie frei das Arbeiten dadurch wird.
auch ohne irgendwelche Vorurteile dem anderen gegenüber oder irgendwelche Skepsis. Also ich kann hier völlig frei arbeiten und kann mich auch auf die anderen interessanterweise tief verlassen, ohne dass wir groß viel reden. Das ist das Spannende hier gerade. Ich arbeite schamanisch und habe auch viele Sachen jetzt schon schamanisch angewendet. Biete selber auch Gruppenheilung an. Ich mache schamanische Heilkreise und ich merke immer, wie wichtig das ist, Heilung im Kollektiv. Es gibt so vieles, was alleine oft nicht in die Heilung kommen kann. Und in so einer Gruppe und mit Menschen zusammen geht es viel einfacher. Und was ich da ganz besonders wichtig finde, ist, es hat gerade gestern auch jemand zu mir gesagt, man fühlt sich hier in dieser Gemeinschaft so, man merkt, man ist nicht alleine und das, was ich habe, haben alle anderen auch. Also es ist so dieses, wir sitzen alle in einem Boot und ich finde das wichtig, dass die Menschen sich nicht so isoliert betrachten mit dem, was sie haben, sondern dass sie Teil einer Gemeinschaft sind im Kollektiv und dass das, was sie haben, ganz häufig auftritt. Also das mit den Kollegen hier finde ich ganz außerordentlich. Also wenn du ja hier ins Camp kommst, dann, du kriegst zwar vorher so eine Liste und du siehst, wer die anderen Therapeuten sind und so, aber ich kann mich damit nicht beschäftigen, weil wenn ich die Gesichter dazu nicht habe, fällt mir das schwer. Aber wenn ich so sehe, wie hier jeder arbeitet und dass diese Methoden, die wir hier anwenden, so miteinander so fließend übergehen, auch wenn wir diese Teamsitzungen haben, diesen Blick auf die Leute, dass wir so hier so alle so wie auf so einem gleichen Stand sind und dass das, was wir hier machen, so miteinander verbinden. Es ist so wie eine Vervollständigung. Es ist wie so ein Puzzleteil, was immer wieder dazukommt. Ich habe so eine Idee, ich habe einen Impuls, ich habe mit jemandem gearbeitet, dann begegnet mir ein Therapeut, wir sprechen uns kurz aus und dann sagt mir derjenige, so und so habe ich es auch empfunden oder wir könnten doch jetzt so und so vorgehen. So dieses Miteinander und dieses Ineinander eingreifen, so wie das hier ist, ich finde das großartig. Also das Team finde ich total gut zusammengestellt auch, wirklich total sorgfältig ausgewählt. Wir bieten Shiatsu im Wasser an. Das ist eine Wassertherapie im 35 Grad warmen Wasser, was sehr entspannend wirkt unter anderem. Und wir verwenden die Druckpunkte vom Shiatsu und Stretchings, um auch dieses Körperenergiesystem ins Fließen zu bringen. Ich komme ursprünglich aus der Schulmedizin und aus der Rehabilitation und bin mir Teamwork sehr arg gewöhnt. Und wir sind immer wieder mit Gruppen. Wir sind immer wieder mit Gruppen dabei, wo wir mitarbeiten. Und ich finde es aber wirklich als eine Bereicherung, weil einer allein kann so, glaube ich, nicht viel bewegen. Schrägstrich, ich finde einfach, in einer Gruppe kann einfach viel mehr bewegt werden. Und von dem her ist das für mich ein großes Plus. Und ich finde es auch extrem spannend, was andere Menschen dann erleben mit den Menschen, die vorher bei mir waren oder nachher, und was sie dann selber mit denen erleben. Ja, mein Name ist Sandra Schulte, ich bin Heilpraktikerin. Und meine Fachbereiche, mit denen ich auch hier bin, ist die klassische Homöopathie, die manuelle Therapie, die Massage und die Hypnose. Ein Camp ist geeignet für alle Patienten. Also im Prinzip habe ich hier dieselben Sachen, die ich auch in der Praxis habe. Es ist sowohl für Patienten, die noch nicht mit Alternativmedizin in Kontakt gekommen sind, als auch für welche, die das schon erlebt haben, für welche mit schwerwiegenden Krankheiten, aber eben auch für Menschen, die aus Vorsorgeaspekten etwas für sich tun wollen, um aufzutanken, um sich zu sortieren und vielleicht auch ja noch mal so einen Neuanfang wagen möchten und sich verändern wollen. Du hast eine Gruppenenergie, die einfach so schön ist, dass es schon eigentlich auch für, wenn du hier arbeitest, selbst wenn du selber keine Therapien machst oder keine Kollegen beanspruchst, ist es einfach eine ganz heilsame, sehr schöne, sehr friedliche, tolle Arbeit. Auswegecamps bieten über 50 verschiedene Therapieformen, unter anderem Akupunktur, Homöopathie, Meditation, Kinesiologie, Shiatsu an Land, Shiatsu im Wasser, Biofeedback, energetische Massagen, spirituelle Psychotherapie, Ernährungsberatung, Ausleitungsverfahren, Lebensberatung, geistiges Heilen.
Auswegecamps schaffen ein Miteinander auf Augenhöhe, ohne Hierarchien, ohne Standesdünkel. Helfer und Hilfesuchende werden buchstäblich eins. Vom ersten Tag an verbinden sie sich zu einer liebevollen therapeutischen Gemeinschaft. Aus ihr nehmen sie reichlich Impulse für das Leben danach mit. Anstöße dazu, eigene Gewohnheiten, Einstellungen und Denkweisen zu ändern, die krank machen und Heilung verhindern. Ich kenne so Kliniken speziell im Einzelnen nicht. Ich vermute nur, dass hier die Vielfalt, ne, dass da auch Heiler mit dabei sind, dass Chefärzte dabei sind, ne, dass Heilpraktiker mit unterschiedlichen Qualitäten. Wir haben jetzt dieses Camp eine Schamanin dabei gehabt und jeder holt den Patienten ganz woanders ab, aber bringt ihn letztendlich eben in die Schiene der Heilung. Und egal wie weit oder, ne, aber man spürt immer, es geht voran, es geht einfach immer ein Stückchen weiter. Und das ist das Schöne, was man hier so erkennt. Und ich denke, hier sieht man den ganzen Menschen. Man betrachtet die ganzen Menschen, nicht nur den Körper, sondern auch die Seele und den Geist. Und das gehört alles mit dazu. Nun, die Schamanin holt ja Seelenanteile zurück. Und man kann davon halten, was man möchte, aber Erfolg ist da. Und ich denke, egal was hilft, am Ende steht nur das Wohlergehen des Patienten. Dass es dem gut geht. Vorteil in diesem Camp sehe ich diese Freiheit und diese Therapiefreiheit. Also dass halt eben jeder mit seinen Methoden frei in dem ist, was er mit dem Patienten jetzt macht, ohne eine Vorgabe zu haben. Wenn ich jetzt in ein psychiatrisches Zentrum gehe, dann gibt es nur das. Oder wenn ich jetzt woanders hingehe, gibt es vielleicht nur das. Und das hier ist vielfältig. Und diese verschiedenen Ebenen, also Krankheiten, finden auf verschiedenen Ebenen statt. Und hier werden mehrere Ebenen auch angesprochen, wo sich auch etwas lösen kann. Und deswegen finde ich das total wertvoll. Es ist doch völlig egal, ob ich der verkopfte, verknöcherte Chefarzt bin, der meint, er müsste mit seinem Wissen alle Menschen dominieren, oder ob ich der Heilpraktiker bin, der vielleicht dreimal durch den Hauptschulabschluss durchgefallen ist. Was zählt, ist Authentizität und ist die echte Verbindung, die echte kosmische Verbindung. Das ist etwas, was mich hier schon seit einigen Jahren tatsächlich auch bescheiden gemacht hat, denn wie gesagt, der Heilpraktiker, der dreimal durch den Hauptschulabschluss gefallen ist und hier sehr erfolgreich therapiert, der ist an manchen Punkten vielleicht viel weiter als ich. Wer heilt, hat recht. Es gibt keine unheilbaren Krankheiten, es gibt nur unheilbare Patienten. Also Menschen, die sich von vornherein sträuben, bestimmte Ansätze auszuprobieren und die sich viel zu früh aufgeben. Wir sind nicht in der Lage, innerhalb von 9 Tagen Wunderheilung zu vollbringen. Aber das ist auch nicht Sinn eines Wegweisers. Auswege weist Wege, aber es ist nicht Aufgabe des Wegweisers, den Weg mitzugehen, den er zeigt, und auch nicht bis zum Ende. Wir wollen Wege aufzeigen, und der Patient muss und findet auch in den Camps genügend Motivation, den Weg selbst zu gehen. Den Versuch zu starten einfach und sich überraschen zu lassen. Was passiert?